Auftakt in der Gruppe B. Die Norweger treffen im ersten Spiel in dieser Gruppe B auf den Gegner Österreich. Und ja, wir werden gleich mal einen Blick auf die Tabelle werfen und werden sehen, für beide Mannschaften wird ein Sieg hier essentiell wichtig. Tschechien mit der ersten Niederlage, mit 3 Spielen, 2 Siegen, 6 Punkte, genauso wie die USA und Schweden. Da oben ist es richtig eng. Finnland auf der 4 mit 5 Zählern. Dahinter dann Lettland mit 4 Punkten, auch Norwegen mit 4 Punkten. Dann Österreich mit 3 Punkten auf der 7 und Großbritannien mit 2 Punkten auf Rang 8. Alles sehr, sehr eng in dieser Gruppe und es ist auch früh der erste Treffer. Peter Schneider, der die Österreicher in Führung bringt. Klasse gespielt. Und da braucht er sich nicht lange strecken. Da ist die Führung für Österreich, die sich wirklich teuer verkauft haben zuletzt gegen die tschechische Nationalmannschaft. Denn ein unermüdlicher Einsatz führte am Ende zum Erfolg der Österreicher über Tschechien, nachdem man früh, nach nur etwas mehr als 3 Minuten mit 0:2 zurücklag, hat man sich nicht aufgegeben, hat weiter gekämpft, hat weiter versucht, sein Spiel zu spielen. Und das wird hier belohnt. Die Österreicher noch einmal mit Schneider. Jetzt also ein starker Vorstoß der Österreicher. Da kommt man zweimal frei vom norwegischen Tor zum Abschluss. Und Peter Schneider ist zur Stelle. Und das ist eine richtig große Ansage. Denn mit einem Sieg schiebt man sich erstmal auf Rang 4 vor Finnland, die heute ein schweres Spiel haben als Gastgeber, nämlich gegen die Schweden. Der dritte gegen den vierten gibt es heute Abend noch. Dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt, wie diese Partien am Ende ausgehen. Und wir dürfen uns auf weitere spannende Partien heute hier freuen. Etwas mehr als 7 Minuten gespielt und es ist ein Traumstart für Österreich. Man hat sich das gegen die tschechische Mannschaft abgeguckt, frühzeitig 2:0 in Führung zu gehen. Jetzt hofft man natürlich auf österreichischer Seite, dass man am Ende sich auch nicht hier einem 2:3 wieder sieht und diese Partie verliert. Das hätte so ein schlechtes 2:0 Omen. Aber bleibt abzuwarten. Norwegen über Martinsen. Und das könnte eine torreiche Partie werden, wenn es in dieser Taktung weitergeht. Klasse platzierter Schuss von Andreas Martinsen. Und der bringt die Norweger wieder zurück im 16. Duell beider Mannschaften. 8-mal gewannen die Norweger bislang. 6-mal gegen diese Partie positiv aus Sicht der Österreicher aus. Einmal gab es ein Unentschieden. Und hier ist alles drin. Norwegen jetzt über Ronjeld. Und er trifft! So schnell ist dann die Führung wieder weg. Und es ist dieser 2:0-Fluch. Was Österreich gegen Tschechien geschafft hat, schafft Norwegen jetzt gegen Österreich. Das ist ja eine ganz bittere Kiste jetzt für die Österreicher. Stark begonnen, stark nachgelassen und schon 4 Tore. Nicht einmal eine Viertelstunde gespielt. Das war das, was ich gesagt habe. Wenn es in der Schlagzahl entsprechend weitergeht, dann kann das heute und hier eine wirklich torreiche Partie werden. Kasper. Jetzt heißt es auf beiden Seiten erstmal Ruhe reinbringen. Neu formieren. Und dann vor allem diese Gegentore-Hinderung. Die sollte man jetzt mehr in den Fokus rücken. Aber Marco Kasper trifft erneut für Österreich. Und damit gehen diese mit 3:2 in Führung. Was für eine Partie. Haben wir ganz, ganz selten. Auch bei der virtuellen Platschen-Eishockey-WM, dass wir so ein hohes Ergebnis haben. Ich glaube, das höchste Ergebnis war eben dieses 8:3 der USA gegen eben jene Österreicher.
was wir bei dieser Eishockey-WM gesehen haben. Ansonsten gab es groß keine Ausreißer bislang bei der virtuellen Blatschen-Eishockey-WM. 5:0, 5:1 Kanada-Italien, das sind alles legitime Ergebnisse. Da gibt es bislang nichts. Also wahnsinnig interessante Partie im ersten Drittel zwischen Norwegen und Österreich. Die Österreicher können jetzt also mit dieser Führung in die Drittelpause gehen. Wichtiger Treffer nochmal für Österreich, aber die Torhüter bekleckern sich hier beide heute nicht mit Ruhm. Auf der einen Seite ist das Bernhard Starkbaum bei den Österreichern und Jonas Arntzen wird bei den Norwegern zwischen den Pfosten stehen. Auch da ist das am Ende nicht wirklich ruhmreich, aber rein in den Mittelabschnitt. Noch kann alles anders werden. Schneider, wenn er noch mal trifft. Dann wird das sein dritter Treffer in dieser Partie. Aber erst einmal Olim mit dem Versuch für die Norweger. Österreich insgesamt auf Rang 11 bei Weltmeisterschaften. Medaillenspiegel nach 84 Turnieren. Zweimal holte man Bronze und das waren die Erfolge bislang. Direkt davor auf Rang 10 die deutsche Mannschaft. Zweimal wurde man Vize-Weltmeister. Einmal damals als Bundesrepublik Deutschland. Zweimal holte man Bronze. Und Kanada führt die Liste an. 27 Mal Weltmeister, genauso wie Russland. Aber 15 Mal Vize-Weltmeister, 9 Mal Bronze, macht insgesamt 51 Medaillen. Russland kommt auf 47. Boah, gute Möglichkeit für Österreich. Für Österreich geht es natürlich in diesem Jahr einmal mehr um den Verbleib in der Top Division. Wimmer, keine 5 Minuten mehr, lange Scheibe auf Feldner. Und da haben wir sie, beide Torhüter im Fokus. Die Fangquote tatsächlich aktuell relativ unterirdisch. Also da definitiv ausbaufähig auf Seiten beider Mannschaften. Aber es ist noch sehr, sehr viel Zeit. Ruffel. Da ist Kasper. Da ist Brunner. Die letzten Sekunden laufen. Wird Österreich nochmal die Scheibe aufs Tor bringen? Ich glaube, nein. Und das ist das, was ich gesagt habe. Die Schlagzahl, die wird man über diese komplette Zeit nicht halten können. Und dementsprechend also nur ein Treffer gefallen. Nee, keiner sogar, waren alle im ersten Drittel. 11:5 die Schussstatistik. Und nach einem extrem offensiven Beginn, nach einem extrem torreichen Beginn, dann also etwas Flaute
Schneider. Liebler. Es haut um. Roseli Olsen. Diese Möglichkeit tut Norwegen erneut. Drücken hier auf den Ausgleich. Haudom auf der anderen Seite und Arnsen, ganz wichtig, dass er hier dazwischen geht. Also ich will mich hier absolut nicht festlegen. Wer wird am Ende hier den Sieg holen? Das ist die große Frage. Ein Torunterschied, das ist gar nichts. Da kann jederzeit alles noch passieren. Roy Mark. Und sie kämpfen. Beide Mannschaften kämpfen um den Sieg hier. Gerade wenn man sich gegenübersteht in der Tabelle, dann ist es umso wichtiger. Hälfte des Schlussabschnitts ist vorbei. Und wieder Starkbaum, ganz gut, dass er hier immer wieder die Scheibe festhalten kann. Kirschläger. Schussgelegenheit. Raffel, auch das könnte die Entscheidung sein zugunsten Österreichs. Thomas Raffel, der diesen Schuss eiskalt ausnutzt. Ganz wichtiger Treffer vom Villacher. Der Österreich jetzt mit 2 Tore Vorsprung auf die Zielgerade führt. 5-facher österreichischer Meister. Und jetzt kann Österreich relativ entspannt, relativ befreit aufspielen. Martinsen holt sich nochmal den Puck, geht nochmal nach vorne. Martinsen versucht nochmal denselben Move. Hatte da zwischenzeitlich das 1:2 aus Sicht der Norweger erzielt. Kasper. Noch einmal mehr die Chance für Österreich, aber hier wird, denke ich, nicht mehr viel schief gehen. Liebler auf Haudum. Und dann ist der Torhüter draußen. Und Norwegen geht nochmal aufs Ganze. Roseli Olsen hält die Scheibe nicht fest. Heinrich Unterweger. Wichtiger Sieg. Big Points für die Mannschaft Österreichs. Und sie kommt trotzdem nochmal dran. Nur noch 3:4. 32 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit. Wird das hier nochmal spannend? Das ist die große Frage.
Klasse Spielzug. Und 5-2, 5-3. Und es ist tatsächlich der dritte Treffer für Peter Schneider. Wenngleich es auch ein Empty-Net-Treffer ist. Ganz wichtig. Aber Österreich hat sich hier diesen Sieg mehr als verdient. Und damit hat man 6 Zähler auf dem Konto. Und diese Gruppe, die bleibt weiterhin unglaublich eng. Ich bin gespannt, wie es heute Abend weitergehen wird. Wir haben noch 2 Partien. In der Gruppe A gibt es gleich noch Schweiz gegen die Slowakei. Und in der Gruppe B später zum Top-Duell Finnland gegen Schweden. Daumen nach oben, würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.